Seit Donnerstag steht in Koblenz eine 29-jährige Frau vor dem Oberlandesgericht, die Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen sein soll. Konkret wird der Frau vorgeworfen, sich 2014 mit ihrem damaligen Ehemann und seinen zwei Schwestern nach Syrien begeben und dort dem IS angeschlossen zu haben. Der angebliche Kindesmissbrauch an einer katholischen Kita in Koblenz wirft weiterhin viele Fragen auf. Nachdem es in den vergangenen Tagen immer wieder, besonders in den sozialen Medien, zu starken Anfeindungen und schweren Vorwürfen gegen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Koblenz gekommen ist, bezieht das Polizeipräsidium Koblenz jetzt Stellung. Auf der Plattform Twitter lud man ein Video hoch, um Fakten zu schaffen und den diversen Falschmeldungen die Luft aus den Segeln zu nehmen. Nachdem die Infektionszahlen im Kreis Neuwied auch weiterhin hoch sind, will der Kreis ab dem kommenden Wochenende wieder strengere Maßnahmen durchsetzen. Im Gespräch mit der Rheinzeitung sagte Achim Hallerbach, dass man nun alle Register ziehen müsse. Das Infektionsgeschehen im Kreis wäre sehr diffus und ohne klare Hotspots, weshalb man die Ausbreitung mit neuen Maßnahmen bremsen will. Weil zuletzt immer wieder Krankenhäuser im Land in finanzielle Schieflage geraten sind, wird vermehrt der Ruf laut, dass es eine bessere Absicherung der Kliniken geben muss. Aus diesem Grund fordert die Freie Wählerpartei jetzt eine Landeskrankenhausgesellschaft. In diese sollen kommunale Krankenhäuser überführt und so finanziell abgesichert werden. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.